ist ja doch schon so gut wie fertig, aber noch nicht ganz. Jetzt fehlt nur noch ein Raum, und zwar der allerletzte Raum, der fehlt, wo dann steht sowas wie: Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Jo, das steht hier. Und zwar werden wir uns da jetzt noch was Schönes ausdenken. Mach mal doch ruhig einen Raum, der was größer ist. Ne? Ja, mach mal das. So. So, ja, mach mal. Ah, oh Gott. So, mach mal das von mir aus. So. Und so. Komm. Zack und zack. Und jetzt von hier bis da. Set. 1. Von hier bis so. Ja, bis da. Set 1 von hier bis da. Set 1 von hier bis da. Set 1 und von hier bis da. Set 1 und von hier bis da. Set 1. So, jetzt machen wir noch etwas Schönes. Und zwar von hier bis da machen wir Set Glaus Down. Und von hier bis da machen wir Set Glaus Down. Und von hier bis da, Mama, Set Lowdown. Oh, Moment, Leute, ich muss mal kurz aufmachen, beenden. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Zurück hier, musste kurz mal weg. Und, jo, wir haben ja jetzt hier dieses wunderschöne Zimmer gebaut, wenn man so will. Wo wir jetzt hier noch ein bisschen etwas rein klatschen. Und dann hat diese Map auch schon eigentlich hinter sich. Dann ist sie fertig. Ja, bis auf halt den Exit Room, der aber auch, da habt ihr ja jetzt nicht viel mit zu tun, zumindest nicht als Zuschauer. Und, ja, Türen werde ich hier nicht einbauen. Ne, wäre dumm, eine Tür hier einzubauen, wenn man direkt darauf springen muss. So, heißt folgendes. Hier kann ich jetzt erstmal das markieren, da brauchen wir nicht. Und ich brauche jetzt slash e sign 64 am besten. Das sieht mir aber nicht aus wie ein Sign. Ach so. Ja. Irgendwie ist dieses Singleplayer-Commands-Ding komisch. Und zwar ist es so, dass es auch bei den Türen zum Beispiel, die habe ich gestern mal ausprobiert, irgendwie nur halbe Türen setzt und dann erst ganze draus werden. Liegt wahrscheinlich daran, dass man die nicht stacken kann. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Schilderwald und rennen damit der Super Pickaxe durch. So, dann hat sich das eigentlich. So. Jo. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht slash i164 vernachlässige. Um dann hier auch hinterher wieder aufzuräumen, nachdem ich hier einmal gewütet habe. So. Können wir aber erstmal schon mal ein paar Schilder dran machen. So. Flying. Wo machen wir das denn jetzt hin? Hier. Hier kommt das erste. Du hast es geschafft. Dann. Kaizo Craft liegt hinter dir. Das Schild ist nicht symmetrisch, das ist kacke. Nochmal neu. Ja, war mir klar, dass dann direkt die Wand mit weg ist. So. Kaizo Craft liegt hinter dir. Dir gehört nun der Titel. Und da war das Schild schon wieder verkackt.
So. Dir gehört nun der Titel des weltbesten. Ne, weltbesten ist Quatsch, wenn jemand hingeht und macht das schneller. Wartet, super Pickaxe, mal ein paar Schilder, ich hab keinen Bock jetzt in mein Inventar reinzugehen. Nehmt ihr die mal mit? Dann nehmt sie eben nicht mit, dann mache ich sie doch in mein Inventar rein. So, nun der Titel des... Fuck, schon wieder verkackt. Des Geiso Masters. Davon kannst du dir nichts kaufen. So. So. Jo. Jetzt aber. Vielleicht hast du aber den Wettbewerb gewonnen. So. Und jetzt noch, bevor irgendjemand von euch dann auf die Idee kommt, er hätte gewonnen, weil es da steht. Aber den kannst du auch nur gewonnen haben. Machen wir mal ein bisschen Grammatik, obwohl ich da jetzt nicht Wert drauf lege. Wenn du der schnellste von allen warst. So. Punkt. Ja, jetzt haben wir hier eine schöne Schilderwand und jetzt kommt nicht. Geiso Craft 2 coming soon. Mwahaha. So. Also, Geiso Craft 2 wird auch kommen, Leute. Ja, das war's dann erstmal hier von Geiso Craft 1. Ich werde heute oder morgen dann, also an dem Tag, wo dieses Video uploadet wird, entweder den Tag dann da drauf oder den Tag selber noch, werde ich noch ein Video machen, in dem ich dann sage, wie das Ganze weitergeht hier. Also sprich, schade, dass ich die nicht mehr aufnehmen kann. Ich wollte mir eigentlich einsacken. Wie das weitergeht, also mit der Challenge. Dann werde ich ein Video dazu machen mit... Ah, jetzt geht es. Mit Regeln zu dieser Challenge. Die können wir eigentlich jetzt mal wegwerfen. Mit Regeln zu dieser Challenge. Wie die Regeln aussehen. Ja, was man machen darf, was man nicht machen darf. Wie die Wertung aussieht. Und was es dann zu gewinnen gibt. Und. All das, das werdet ihr... dann in dem nächsten Video erfahren, wo ich dann nochmal die ganzen Bedingungen, wo ihr dann im Prinzip auch einen Download-Link zu dieser Welt finden werdet, ja. Auch das wird es dann geben und, ja. Ich schmeiße jetzt hier noch alle Schilder weg, Leute, und dann war es das erstmal von diesem Projekt. Wann Geiso Craft 2 kommt, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass es schon übermorgen anfängt oder aber erst nachdem ein Sieger dieses Geiso-Teils gefunden worden ist. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Wir werden das noch sehen. So, die kann ich behalten, die Schilder. Und ja, in diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich fürs Zugucken dieses Projekt. Ich hoffe, ihr macht alle mit bei der Challenge dieses Geiso-Dingens. Müsst ja nicht gewinnen, ne? Aber wenigstens mal anzocken. Wenn ihr Let's Player seid oder Bock habt, das aufzunehmen, nehmt es auch gerne auf und schickt mir das als Videoantwort. Nicht auf dieses Video, sondern auf das Video, wo ich die Challenge erkläre, also den Wettbewerb. Ja, würde mich auch sehr freuen und wie gesagt, in dem nächsten Video dann Download-Link und alles und ja, also Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Gravel Pit. Ciao!